Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum lang erwarteten Mega-Tin-Case-Opening der Tins aus dem Jahre 2016. Wir haben sie jetzt endlich am Start und werden zusammen mit The Envoy und Slash ein nettes Case-Opening davon machen. Mal sehen, welche wir der coolen Karten rauskriegen. Und ja, wir haben dieses Jahr halt die Kaiba-Tin und die Yugi-Tin. Und was genau da alles so drin ist, werden wir dann halt während des Openings wahrscheinlich eher beleuchten. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach rein und werden ein bisschen Spaß haben. Ich fange an und wir werden das so machen. Wir werden jetzt gar nicht so stark ins Detail davon eingehen, weil wir ja noch ein weiteres Opening davon machen werden am Donnerstag. Und dort noch ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen werden, was da drin ist. Und der gute Slash hat letzte Woche Freitag auch auf seinem Kanal ein Opening zusammen mit The Envoy gemacht von zwei Tins. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch abchecken. Er ist bestimmt überrascht, dass er jetzt wieder 100 Abonnenten oder so extra kriegt wegen diesem Announcement. Und ja, freuen wir uns auf ein schönes Opening hier. Die Holos waren in der Mitte, ne? Wie so einen richtigen Booster. Ja. Glaube ich. Shotprint? Ist das ein Shotprint? Ja, das war mein Shotprint. DD Duo, Dämmerungskönig Kali Yuga, Mighty Spence, Waschbär Bumbuko und Galaxie-Zyklon. Oh, der Zyklon, das. Da gibt's Erinnerungen. So, ich leg mal die Promos einfach zur Seite. Die werden wir. Vielleicht nochmal am Ende können wir die nochmal beleuchten, so, wenn wir ja alle zusammenlegen, weil die sind im Case-Opening, glaube ich, nicht so wichtig. Aber wir zeigen alle Comments trotzdem nochmal. Melodie des erwachenden Drachen, sehr schön. Neptibis und Pasta-Klingkämpfer, der Drachenzerstörer, Schwertkämpfer. Der ist doch aus Bosch, oder? Genau. Ich warte noch, dass er steigt. Ja, genau. Das. Still waiting. Ja, das Deck ist gar nicht so schlecht. So. Eigentlich ein gutes Counter-Themen-Deck gegen Blue Eyes. Oh, Zuckerbeetsmagier, Zwillingstwister. Sehr schön. Shogunsage und Rafflesia. Sehr schön. Ist das die geht? Nicht viel. Ein Euro. Nicht viel. So. Ja, ich bin überrascht trotzdem bei dieser Promo-Auswahl. Wir haben ja die Reprints von Pendle Sorcerer und, wie heißt die? Ghost of Snow Rabbit, die ja eigentlich Teil dieses Reprint-Sets eh gewesen wären als Secret Rare und haben jetzt einen Super Rare-Print bekommen. Finde ich sehr, sehr schade. Man hätte eigentlich den Platz für was Sinnvolles aufbalten können und sie trotzdem als Secrets hier printen können, ja, was eine schöne Rarity ist. Ja. Man hätte sinnvolle Karten wie zum Beispiel Omega oder so zum Beispiel reprinten können. Ritterknappe, schwarzglänzender Soldat, Supersoldat und Cyberdrache Unendlichkeit. Oh, das ist eine gute. Den spielt man sowieso nur als Ulti, weil ihn gibt es noch wenigstens als Ulti. Letztes Set. Docs. Ja. Viel schöner. Ja. Nummer S39 Utopia Prime, Magisch Spenst, Waschbär, Bunbuku und Master Klingenkämpfer der Drache. Sind das dieselben fast, außer der Prime? Fast, ja. Ja, aber immerhin ist es nicht so wie bei den anderen Packs, wo wir es hatten, wo wirklich immer die gleiche Kombination kommt. Ja. Das ist jetzt hier nicht. Der Prime erinnert mich immer an das Opening unserer Sneak Packs. Da war ja jemand sehr, sehr laut im Hintergrund des Videos, als er das Ding gezogen hat. Brillante Fusion. Sehr schön. Supersoldaten, Schild. Und buntäugiger Wirbeldrache. Schöner Reprint. Auch wenn ich schon in Secret Hub aus Docs, ist es trotzdem cool, dass der Reprint bekommt, weil er und die Fusion, die glaube ich hier keinen Reprint bekommen hat, oder? Die waren ja sehr, sehr teuer. Die Fusionskarte, hat die einen Reprint hier bekommen? Oder ist Fusion? Oder ist Fusion? Ich weiß es gar nicht. Ich habe sie bisher nicht gesehen. Sehen wir mal. Ich habe auch nicht das gesamte Set vor mir. Lidona Mirex, Magus Benster, Tornado und Feierlicher Schlag. Sehr schön. Auf jeden Fall hat es Konami ja dieses Jahr ganz anders gemacht. Sie haben deutlich mehr Karten rausgelassen aus den Rarities als die letzten Jahre. Zum Beispiel ganz Kosmos nicht drin. Sehr viele andere coole Karten. Ich weiß jetzt nicht, tatsächlich. Drachobezwinger. Die Drachobezwinger fehlen, weil sie halt alle Reprints in der Gold Series bekommen haben. Was dann wieder keinen Sinn macht, warum haben die BAs letztes Jahr den Print dort gekriegt, den Naked und nochmal in der Gold Series. Ist halt ein bisschen sehr verrückt. Oh, das ist cool. Soll ich ein Set war da eigentlich Crossed Souls? Ich glaube ja. Sicher. So. Nächste Tin. Oh, wer hat die denn verschlossen? Ah, gute Obelisk Secret. So. Nochmal den Deckel hier. Und ab zum nächsten Packs. Brilliant Fusion ist ein schöner Reprint. Das, ja, sehr, sehr schön. Die war ja so teuer gewesen vor dem Reprint. 15 Euro. Ja, das Stück. Gut. Finde super rare. DT Duo, Dämmerungskönig Kali Yuga, einmal aussetzen und buntäugige Fusion. Sie ist doch drin. Sehr schön. Ja, ist sie. Sehr nice. Das hat sich dann ja doch gelohnt, dass sie dann da drin ist.
Jo. Wir haben ja auch, ich hoffe, wir ziehen nicht zu viele von den, wie heißen die Karten nochmal? Einmal die Spell, diese, die Vanilla sucht und einmal die entsprechende Counter-Trap, die Trap noch, die sie dazu haben. Aber dann Dämmungsritter, Mighty Spencer Tornado und Nachtlicht, Rotdrachen, Erz und der Weltler. Sehr cool, Secret. Die ihr bei den Ghost habt, ne? Gutes Sneak-Opening. Die Ghost hat kein Refund. Ich hab hier auch nur ein Secret davon. Es sind ganz viele von den Shortprints aus den letzten Sets, die hier als Common Reprint worden sind, was ich sehr, sehr cool finde. Radian? Bisschen sinnvoll, ne? Ja. Ritterknappe, Neptabis, der Atlantische Prinz und genau, die Qualkarten. Quale sind Commons. Yay. Wie sind Commons? Quale sind Commons ist so, yay. Mit die schlechteste Qualentscheidung? Qualentscheidung ist gut dagegen. Ja, klar. Abenddämmerungsritter, Angriffsschwarzflügel, Raikiri, der Regenschauer und Galaxiezyklon. Oh je, yeah. Bisher sind es weniger, als es bei euch waren. Ja, oh. Oh, der gute Aromakrug. DDD-Duo, der Bronzekönig Kali-Yuga, anstürmender Gaia, zorniger Ritter und buntäugiger Wirbeldrache. Was mich auch wundert bisher, uns fehlt der wertvollste Kaiju noch. Der Ganesil, das haben wir noch nicht gezogen. Ja. Hat ja nicht wirklich günstiger gemacht, der Reprint irgendwie. Ich glaube die Hälfte, aber... Ja, aber immer noch krass für eine Rare. Bei 3 Euro ist es halt... Ja. Xianke Magier, Blütendiva, der musikalische Chor und Qual des Entkommens. Was für eine Qual. Sexy Hügelten. Slifer. Nummer S39 Utopia Prime. Buster Klingkämpfer, der Zerstörungswertmeister. Und Buster Klingkämpfer, der Drachenzerstörungswertmeister. Das ganze Deck. Haben die nicht beide reprintet? Xiang-Sheng und Xianke? Oder nur Xianke? Bin mir gar nicht sicher. Weiß ich gar nicht. Xianke ist ja die bessere. Das ist ja die coolere. Von beiden. Dino Nebel Rex, anstürmender Geier, zorniger Ritter und Fallenstellerin Rafflesia. Dino Nebel Rex, oh, ich hab so viele noch aus Bosch, meine Güte, diese Super Rays und Don't Care. Twin Twister dagegen ist schon besser. Ja. Brillante Fusion. Sehr schön. Buster Klingkämpfer, der Zerstörungsschwertmeister und Krug der Träger. Oh, aber immer wenn du Traps siehst, feierlicher Schlag, komm schon. So. Aber Dino-Nebels haben irgendwie nie was richtig gerissen, oder? Dino-Nebel noch nicht. Man kann sie theoretisch mit Cyberdrachen kombinieren, wenn man halt Infinity spammt. So, aber ja, aber sonst machen die ja nichts, ne? Nee. So, kommen wir zum nächsten. Ein paar Schläge und ein paar Infinities wären noch gar nicht mal so schlecht, wenn wir die noch rausziehen würden. Noch ein Rex, ein Tornado und noch ein Master Klingkämpfer. Meine Güte. Ganz schön viele. Ist Gamesil eigentlich auch hier eine Rare drin? Ja, natürlich. Original so. Print. Und trotzdem sehen wir ihn nicht. Ja, dann verstehe ich, dass er selten ist, weil so viel Rares kriegt man ja nicht. Ja. 3 pro Pack, ne? 3 pro Tin. Ja, und ich glaube, die Rares sind eine größere Auswahl als die Holos. Bei den Holos hast du einen deutlich niedrigeren Count an überhaupt Karten. Kugel-Kuribo, Abenddämmerungsritter, Buster Klingkämpfer, der Zerstörung Schwertmeister und Krug der Trägheit. Wie viele feierliche Schläge haben wir schon? Ich glaube einen. Und ein Infinity. Bisher läuft es ja fantastic. Muss dann nämlich bedeuten, wir haben noch irgendwie fast die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte noch vor uns. Die Nebel Peteran, DD Duo, Dämonus König Kali Yuga, Schreckenspell Scharfzahn, das ist eine coole Karte und buntäugige Fusion. Zack, 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 zack. Und dann haben wir hier noch ein bisschen anderen Stuff. Stuff and Things. Xiangsheng Magierin. Ah, da ist sie. Feuerritter Templer. Ah, sehr schön. Und feierlicher Schlag. Da kommen sie. Die guten Schläge. Jetzt brauchen wir nur noch ein Gamesiel. Die man so eine Rare hofft, ne? Ja, natürlich. Das sagt schon was. Ja. Twin Twister ein paar wären auch noch nicht mehr schlecht. DDD Rebellionskönig Leonidas. Neptabis der Atlantische Prinz und Qual des Entkommens. Richtiges Trap Packs, da, die du da am Start hast. Ritterknappe, Supersoldatenschild und buntäugiger Wirbeldrache. Das ist echt toll. Ich glaube, mein dritter. Ja. Playset ist ganz gut, wenn man die Magiern so spielt, ne? Hab ich gehört.
Sianke Magier, Angriffsschwarzstückel Rakiri der Regenschauer und Galaxiezyklon. Ich glaube, jetzt haben wir erst das Playset, oder? Weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ist es deine letzte Tint schon, oder? Nein. Ich sage, ich sehe hier keinen am Tisch. Magisch-Benz-Katze Nekomata, Schreckensbenz-Schafzahn und buntäugige Fusion. Schon Alter, wieder. Die Order's Fusions gehen aber richtig ordentlich durch hier. Magisch-Benz-Katze Nekomata, Angriffsschwarzflügel, Rekiri, Regenschauer, schon wieder. Und buntäugige Fusion. Das sagt jemand, ich soll Order's spielen. Das kam mir so ähnlich vor. So, ist jetzt ein Pack davon? Okay, dann bin ich dabei. So. Schauen wir mal rein, was wir hier haben. Wir haben ein Gamesiel, der Kaiju der Meeresschildkröte. Finally, den kann man schon fast mitlegen. Brillante Fusion, Blütendieber, der musikalische Chor und Krug der Trägheit. Oh yeah, Gamesiel, Hallöchen. So. Zwei Schrottpins hintereinander. Künstlerkumpel Gitarre Röte. Nummer S39 Utopia Prime. Magic Spence, Waschbär, Buku und noch ein Wirbeltrache. Und es hätten so viele Strikes sein können. So gemein, so gemein. Stell dir vor, das sind alles Strikes. Es könnte auch alles Kleines und Kommens sein. Ja. Okay, immer positiv alles sehen, ne? Die Envoy. Domoran, hey, ich glaube, wir haben alle Kaijus gezogen jetzt einmal. Galaxieaugenkörper, Panzer, Photonendrache, das ist der erste, glaube ich, ne? Den wir hier sehen. Feuerritter Templer und Namenlicht Rotdrachen Erzdemette. Das ist ein gutes Secret. Sehr spielbar. Aber ich bin so weit durch. Schon durch? Ja, ich habe keine Packs mehr. Keine Tins. Abenddämmerungsritter, Magic Spence, Waschbär, Bunbuku und Bunbuku. Oh, der ist da drin? Ja. Ja, cool. Sehr schön. Das Secret sieht dann nicht so gut aus wie ein Ulti. Ja. Ich habe ihn noch in Ultima im Binder und Secret noch zum Loswerden eigentlich. Aus dem Originalset. Oh, Gamesiel. Gamesiel. Nice. Nimm den Twin Twister. Beste Karte. Und Links Twister, Feuerritter nachladen und Ultima. Ah, immer diese Traps. Das sind vier Traps. Glaube, von Secret. Die beiden hatten wir noch gar nicht, oder? Wen? Die doch. Beiden? Doch, Ultima die Vorsehung hatten wir schon. Nachladen weiß ich nicht. Ja, die hatten wir schon. Die hatte schon. Die hab ich schon gezogen. Ja. Gamesiel. Ich hab Gamesiel weggelegt. Und dann DDD, Rebellionskönig Leonidas, Blütendieber, der musikalische Chor und Qual des Entkommens. Das tut so weh, wenn man die Qual sieht. Oh Mann. Aber es ist nur eine Qual, oder? Ich dachte schon ein paar mehr. Aber wir haben noch keine Qual der Entscheidung, oder? Ja, ich meine, ob es zwei unterschiedliche Karten sind. Es gibt doch zwei Karten, die Qual. Ja, Qual der Entscheidung, das ist die genau, Spell. Genau. Die haben wir noch nicht gehabt. Sianke Magier, Schreckenspelz Schafzahn und buntäugiger Wirbeldrache. Oh, dieser Schmerz. Oh. Dieser Schmerz. Hat jemand gesagt in einem meiner letzten Openings, weil ich den Ghost Tachyon gezogen habe, pass auf, dein Glück ist jetzt vorbei bei den Megatins. Keine Holos. Hat er wohl recht. Gefühlt ist es so. DDD Duo Dämmerungskönig Kali Yuga. Feuerritter Templer, eine Synchro und Tatsunoko. Hey! Das erste, oder? Ja. Ist auch echt. Und das letzte Pack kommt schon, ne? Oh Gott. Ja. Ein Infinity Light Strike aus dem Case. Das ist richtig bitter. Einige ziehen das aus einer Tin. Ich glaube, wir haben zwei Strikes. Ich glaube, wir haben zwei. Ein Strike, ja. Okay, immerhin. Abenddämmerungsritter. Einmal aussetzen, das ist eine Falle. Yes! Das Playset. Immer noch ein Strike. Sehr schön. Dann würde ich sagen, räumen wir hier nochmal kurz auf und sehen uns zum Recap wieder. Bis gleich. Gut, dann kommen wir bei dem Recap zuerst auf die Promos, die wir eigentlich mehr oder weniger ignoriert haben. Wir haben nur kurz drüber geredet. In der Obelisk, dann haben wir den Obelisk, den Peiniger als Secret Rare, was ein sehr schöner Print ist, sehr schöne Rarity. Wir haben den blauäugigen weißen Drachen im Original-Artwork aus der ersten... Ja, aus dem ersten Starterdeck. Sehr schön. Ich verstehe nicht, warum sie den nicht öfter in dem printen. Ich weiß nicht, was ihr für Probleme ist so unbeliebt. Da haben. Ja, dann der blauäugige Geisterdrache, der ziemlich schnell seinen Reprint bekommen hat. Letztes Set noch Secret, jetzt eigentlich viel Spaß als Ultra. Dann haben wir den DD-Böenkönig Alexander, den wir momentan noch nicht synchronisieren können. Eta, der böse ermächtigende Drache. Von den Empowered dabei. Dann Geister-Ogre und Schneehase, das ist ja der Reprint, wo ich gesagt habe, okay, das hätte man eigentlich auch als Secret drin lassen können, weil die auch halt sowieso reprintet wären. Dann aus der Slifer-Tin haben wir den Slifer natürlich, noch mein Secret, was sehr schön ist. Wir fragen uns dann halt, wo bleibt noch ein Secret? Dunkler Magier, auch im Original-Artwork, sehr, sehr cool, sehr nice. Ich weiß nicht, ist das, ich glaube, das ist der erste Reprint seit dem Starter-Deck, oder? Irgendwie in diesem Artwork. Ich auch, ja. Weil ich habe den...
Oder haben sie den in den Legendary Decks letztes Jahr entkommen mit dem Original of Recruitment? Vielleicht. Aber ansonsten ist das schon uralt her. Aber davor war echt lange Zeit gar nichts. Blue Eyes haben sie wenigstens noch in einem Duelist Pack reprinted gehabt, im gleichen Artwork. Dann einen schwarzen Hochmage, der ja auch aus dem letzten Set erst war. Mhm. Gleich nochmal als Ultra Rare, gleich Rarity bumped. Dann den DD Flammkönig Chinggis. Weitere DDD-Karten, die halt noch nicht so fancy sind momentan, aber wenn der Structure Deck kommt, wird es eine ganz andere Sache. Dann den Dragonox, den ermächtigten Krieger, den wir aus euren Decks kennen ein bisschen, den habt ihr so ein bisschen getaggt mit den ermächtigten Krieger und den Kürzerkumpel Pendelzauberer. Bestes Minus, was Bosch mir je beschert hat. Und dann würde ich sagen, wir steigen jetzt erst in die richtigen Karten ein, die wir so gezogen haben. Wir haben bei den coolen Rares haben wir zwei Gamesiels. Das ist die beste Rare aus dem Set. Leider nur zwei, wäre schön, wenn wir ein Playset hätten. Und dann bei den Super Rares haben wir eine Melody of Awakening Dragon. Wir haben zwei Zwillingstwister. Wir haben, glaube ich, viermal die brillante Fusion. Den Ritter knapp machen wir dreimal, aber dann den Abenddämmerungsritter sechsmal. Crazy. Dann haben wir eine Xiang Sheng Magierin, das ist schön. Dann zweimal Nekomata, zweimal den Leonidas und die Xianke Magierin haben wir als Playset. Den Dino Nebel Rex ebenso. Den DED Duo Dämmerungskönig Kali Yuga haben wir fünfmal. Und Utopia Prime haben wir dreimal und einen einzigen Galaxy Augenkörper Panzer Photondrachen. Ja, das sind die Super Rares. So, bei den Ultra Rares haben wir dreimal Feuerritter Templar. Viermal den Magus Spenst Waschbär Bumbuku. Fühlt man es mehr. Stimmt. Ein Playset Neptubis. Ein einzelnes Shiranui Spektralschwert. Zweimal anstürmender Gaia Zorniger Ritter. Dreimal den Basterklingenkämpfer der Zerstörungsschwertmeister. Einmal Feuerritter Nachladen. Ein Playset Magus Spenster Tornado. Zweimal Supersoldatenschild. Dreimal, Entschuldigung. Zweimal einmal aussetzen. dreimal den Angriffsschlag Schwarzflügel Raikiri der Regenschauer. Einmal Shiranui Shoguns. Da ist alles diese Bosch-Ultras, die kein Schwein interessieren. Schreckenpelz Schafzer. Das schon. Und dreimal Blütendiva der musikalische Chor. Ach, doch so viele. Und ein schwarzglänzender Soldat, Supersoldat. Okay, dann kommen wir zu den Secrets. Bei den Secrets haben wir viermal Basterklingenkämpfer, der Drachenzerstörungsschwertkämpfer. Dann sechsmal der buntäugige Wirbeldrache. Doppel-Playset, man kann nie genug haben davon. Einen Tatsunoko. Zweimal Nablicht, Rotdrachen, Erzunderwäldler. Dann zweimal Fallenstellerin Rafflesia. Ein Cyberdrache Unendlichkeit. Ein buntäugiger Rebellionsdrache. Dann drei Galaxiezyklonen, drei buntäugige Fusionen, vier Qual des Entkommens. Das ist okay, es sind keine sechs. Vier Krug der Trägheit. Ist cool. Zwei ultimative Vorsehungen. Und drei feierlicher Schlag. Ein ganzes Playset Strikes. Ja, das war das Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Comments, wie ihr es fandet. Ich glaube, unser Resümee so gesehen ist ein bisschen so Minus. Lassen wir mal die Zeit darüber entscheiden, ob es wirklich so Minus war. Das war das Opening von uns. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von uns. Bis dahin. Tschüssi. Slash, kannst du mir mal die Displays rüberreichen? Ja. Weißt du was? Ich kann mir vorstellen, dass gerade irgendwelche Leute unten in den Comments einfach wieder voll am Rumhaten sind und so. Warum machst du in diesem Montag nicht einfach The Dark Illusion Special Edition auf oder Duelist Pack, Rivals of the Pharaoh, das ist doch letzten Donnerstag rausgekommen. Ja. Wir müssen ja auch irgendwie die Megapacks da durcharbeiten, ist ja klar. Und ich hatte keine Lust, die dann später aufzumachen. Und es gibt halt immer nur ein Montags-Opening pro Woche. Wir können ja die Montage leider nicht verdoppeln und daher werden wir die das nächste Mal aufmachen, ne? Das sind auch zwei coole Sets, oder? Lightning, sehr cool. Lobby of Obedience, braucht man.